Was man malt, ist dem Maler wie das Instrument, auf dem der Musiker seine Töne streicht. Für mich bedeutet Malen die Fortsetzung des Traums mit anderen Mitteln. Malen ist nicht schwierig, solange man nichts davon versteht. Wenn man diese Kunst aber begriffen hat, dann wird man gefordert. Der Maler verleiht der Gestalt Seele, der Dichter dem Gefühl und Gedanken Gestalt. Mit den Augen malen, auf dem langen Wege aus dem Auge durch den Arm in den Pinsel, wie viel geht da verloren? Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr es jetzt vielleicht schon gesehen habt, ganz im Motto des Ausmalens. Und es geht eben heute um Ausmalbücher für Erwachsene in den unterschiedlichsten Formen. Und ich möchte natürlich auch ein bisschen was dazu erzählen, wie ich dazu kam, warum ich es toll finde, warum ich es mache und was vielleicht dann eben auch einfach besonders an den Büchern ist, die ich aktuell eben zum Ausmalen nutze. Und ich habe jetzt hier meine drei aktuellen Malbücher, an denen ich rege male, schon mal in Szene gesetzt, würde ich sagen. Ich glaube, das obere sieht man nicht ganz, aber ich zeige sie euch dann noch en Detail und wollte sie jetzt so einmal im Gesamtwerk präsentieren. Und fange einfach mal mit meiner Geschichte an. Das ging vielleicht so vor 2 Jahren ungefähr los. Da begann so ein bisschen der Trend des Ausmalens irgendwie rüber zu schwappen. Man hat ihn in diesen ganzen Mindstyle-Magazinen entdeckt. Es gab Magazine mit Stiften, wo Bilder drin waren. Da war es ganz egal, ob es Landschaften sind, ob es diese typischen Mandala sind, ob es abstrakte Formen sind. Und mich hat das als Kind schon immer fasziniert, wie man mit Farbe etwas Neues erschaffen konnte. Und ich war als Kind und auch Jugendlicher ein großer Fan von Malen nach Zahlen und war das sehr perfektionistisch veranlagt und saß über so diese typischen kleinen Größen, es war nicht ganz, glaube ich, A4, saß ich Abende, Nachmittage und wehe, ich hatte mich irgendwo mal, es hat mich immer so geärgert und ich habe das dann immer in meinem unperfekten Bild auch gesehen, da war ich ganz, ganz schlimm und da hat man dann eigentlich die Entspannung aus den Augen verloren. Irgendwann, keine Ahnung wann, hört man auf einmal auf mit dem Ausmalen. Dabei empfinde ich sogar als Erwachsene, es gibt nichts Schöneres, als einem Kind beim Malen zuzusehen. Also wenn man sieht, wie die da abtauchen in ihre Fantasiewelt und da malen und vielleicht gar nicht ausmalen, auch frei malen. Ich finde, es gibt eigentlich wirklich nichts Schöneres, als der Moment, wenn das Kind wirklich so loslässt und einfach malt. Und auch man selbst kennt vielleicht dieses Gefühl noch. Und man versucht natürlich als Erwachsener einfach so sein Leben, das hektisch ist, stressig ist durch die Arbeit, Familie, Berufsleben, all das irgendwie auch mal zu unterbrechen und wieder ein bisschen mehr zu sich selbst zu kommen. Und das klappt eben auch, selbst wenn man Yoga macht, vielleicht dann auch wirklich Sportarten tut, die einen entspannen sollen, ablenken sollen oder halt einfach so mal rausreißen aus dem Leben. Klappt das vielleicht nicht immer? Auch Meditation ist natürlich eine Lösung, die aber schon, finde ich, einfach für Fortgeschrittenere ist. Also ich kriege das auch nicht täglich und stundenlang hin. Und ja, ich bin dann auf diesen Trend, als er so rüberkam, so ein bisschen aufgesprungen. Da war er noch ganz am Anfang und fand das wunderbar. Ich
konnte da wieder abschalten und einfach entspannen. Und so ein Bild auszumalen gibt mir wirklich eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, wie lange das Bild halt braucht. Oder man malt das etappenweise, je nachdem, wie viel Zeit man hat, gibt mir wirklich Entspannung. Und man ist mal weg. Und ich finde das einfach toll. Das ist einfach ähnlich wie ein Buch lesen, das einen in eine andere Welt mitnimmt. So finde ich auch, ist das Ausmalen einfach ganz, ganz toll. Und ich bin jemand, der mit Buntstiften malt. Ich habe hier vom Faber Castell, ich glaube, so ein Kasten, ich keine Ahnung, waren glaube ich 60 Farben drin. Und die sind bei mir immer greifbar. In so einem hätte ich natürlich den Stift halt dann mal holen können. Also ich habe die nicht irgendwo einsortiert nach Farbe, sonstiges, sondern ganz wild. Und ich will einfach hingreifen und dann liegen irgendwann alle Stifte rum, wie ihr es ja vielleicht auch in dem Ausschnitt gesehen habt. Und dann wird einfach gemalt. Und ich mache das gerne wirklich in kompletter Stille oder aber wirklich so ein bisschen zur Entspannungsmusik. Und dazu, ja, sind sehr empfehlenswert, zum Beispiel Soundtracks von Filmen, von Serien. Mir gefallen zum Beispiel sehr gerne so Panflöte, Irish Music, einfach so, oder Schottisch, wenn man sich da so ein bisschen was drunter vorstellen kann, so keltische Musik, sowas finde ich toll. Und dann einfach CD rein und der Flow geht los und das Malen auch. Und es gibt eben auch tatsächlich bei sehr bekannten Verlagen eben auch ja, die Bücher zum Ausmalen. Und ja, die zeige ich euch jetzt en Detail, so eins nach dem anderen, und hole euch dazu aber ein bisschen runter und ein bisschen ran, dass ihr das einfach besser sehen könnt. Und beginnen möchte ich mit einem Buch aus dem Bassermann Verlag, beziehungsweise ist da die Unterkategorie Inspiration, und zwar von Beate Brömse, Inseln der Stille, ein Ausmalbuch. Gibt es für 7,99 Euro und trägt hinten das Motto Ausmalen, Abschalten und Entspannen. Und es sind tatsächlich sehr, ja, abstrakte Bilder enthalten. Und man hat eben einmal ein Bild und dann eben auch so ein paar Weisheiten auf der anderen Seite. Zum Beispiel hier, Luftschlösser sind unzerstörbar, weil sie ohne Fundament auskommen. Und das sind wirklich auch für mich Bilder, die mich komplett aus der Welt herausziehen. Ich gucke mal, ich habe da schon ein paar ausgemalt, aber dass ich euch welche zeige, die noch unbunt sind, dass man wirklich so ein bisschen alles erkennt. Es ist sehr dickes Papier, es ist wirklich toll zu malen. Und das Schöne ist eben, dass nicht Motiv auf Motiv folgt, sodass sich gegebenenfalls was durchdrucken drücken könnte. Gerade natürlich, wenn man zum Beispiel mit Filzstiften malt, ist ja da die Gefahr relativ groß. Das finde ich sehr schön, dass eben dann nur die Seite mit dem Spruch kommt. Und ja, ich fand das toll. Mir hat das von der Beschreibung schon gefallen. Ich fand auch die ganze Aufmachung sehr interessant, sehr ansprechend. Und auch die Idee mit dieser Inseln der Stille hatte mich einfach angesprochen. Und auch die Bilder, die darin sind. Man sieht, ich bin aktiv gerade bei einem dabei und markiere mir das dann immer. Finde ich einfach schön, weil dieses Abstrakte einen halt wirklich, also so nochmal mehr aus der Welt zieht. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber es ist eben nichts, was man Tag ein, Tag aus vielleicht schon vor Augen hat. Und finde ich wirklich sehr, sehr schön. Dann aus dem MVG Verlag habe ich ebenfalls ein Büchlein. Und zwar Keep Calm and Color On, das Entspannungsmalbuch. Und das fand ich wiederum so ansprechend, weil es einfach so von außen schon so bunt war und eben den Eindruck erweckt hat, wie wenn es einfach ein bisschen lebendig ist und einen in so eine bunte Welt entführt. Und Keep Calm bedeutet ja so viel wie bleib ruhig, sei entspannt. Und Color On, also male. Und auch hier haben wir teilweise Bilder auf zwei Seiten, auf sehr dickes Papier, was ich auch wieder sehr gut finde. Und man findet eben auch immer ein Zitat. Zum Beispiel hier, Kunst wurde erfunden, um Chaos zu bewältigen. Don Jones. Und ja, wir haben aber auch Bilder, die sich auf einer Seite hoch erstrecken und auf der anderen dann das Zitat haben. Hier muss man halt wirklich, wenn gerade die Bilder zweiseitig sind, ein bisschen aufpassen mit den Filzstiften gegebenenfalls, dass man nicht zu stark aufdrückt. Aber ja, das Papier ist dennoch dick, also ich habe hier noch keine Druckstellen irgendwie durchbekommen und ja, finde ich sehr schön. Es sind halt wirklich hier eher wiederholende grafische Bilder, wie man sieht, also Blumen, wo so Blatt für Blatt ein bisschen Schattierung reingemalt werden kann, wo man einfach wirklich so ein bisschen auch natürlich etwas an Farbe, an Welten schafft, also nicht zu abstrakt.
Und ich finde hier hinten auch den Satz sehr schön. Dein Kopf ist voller Gedanke und du vergisst, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Zu konzentrieren, dich selbst. Dabei ist doch dein Ausgleich zu dem hektischen Alltag nicht nur wichtig, sondern unverzichtbar für deine Gesundheit. Und ja, hier geht es dann wirklich um das Malen. Und ich finde halt sehr schön, wirklich auch das Buch vom MVG Verlag, dass es ein bisschen Lebendigkeit ausstrahlt. Das ist auch das, was es mir so gibt. Ich kann da bunt drauf losmalen und ja, man fühlt sich da gleich so ein bisschen angekommen. Also das ist, geht bei mir wirklich immer sehr schnell beim Ausmalen, egal von welchen Büchern oder auch Magazinen, wenn da was zum Ausmalen dabei ist. Ich bin da wirklich mittlerweile so ein paar Pinselstriche, sage ich mal, und man ist in einer anderen Welt. Ja, und dann in einer meiner Lieblingsbuchwelten, da war ich total fasziniert, als ich entdeckt habe, dass es im Penhaligon Verlag, ja, von George R. R. Martin, wenn man so möchte, ein Buch gibt, ein Ausmalbuch zu der Welt um das Lied von Eis und Feuer. Und ja, man sieht hier vorne schon Sansa Stark zusammen mit ihrem Schattenwolf Lady. Und das ist nicht nur wunderschön hier so gestaltet. Und hier hinten heißt es auch, ein Königreich für mehr Farbe. Und das gibt es eben im Penhaligon Verlag, wo ja auch die Bücher erscheinen. Und es hat wirklich eine wunderschöne Aufklappbroschur. Und es sind eben unterschiedliche Künstler, die Illustration erschaffen haben. John Howe, Levi Pinfold, Adam Stower, Yvonne Gilbert und Tomislav Tomi. Und auch hier hinten kann man es wieder ausklappen. Und ja, das ist aber jetzt nicht so was zum Ausmalen. Die Seiten auch hier wunderbar dick und ich finde das einfach unglaublich wichtig. Und ja, wir haben hier auch wieder eine Seite mit Bild und die andere Seite, die mehr oder weniger die Szene schildert, die es eben im Buch hat. Also hier haben wir zum Beispiel ein Kind des Waldes. Und daneben steht dann eben, Bran, die Kinder des Waldes sind seit tausenden von Jahren tot und begraben. Geblieben sind von ihnen nur die Gesichter an den Bäumen. Und ja, aus dem Buch Die Herren von Winterfell, also der erste Teil. Und ja, es beginnt im Grunde auch vorne, also ich bin natürlich von diesem Buch fasziniert, ja, mit den Wappen der einzelnen Häuser und eben ihrem Motto. Und dann wird eben auch so ein bisschen erklärt, was es damit so auf sich hat. Also hier haben wir die Starks als Beispiel, an die ich mich noch nicht getraut habe, weil ich überlegt habe, ob ich es klassisch ausmale oder ganz, ganz bunt. Was habe ich noch unausgemalt? Ja, die Tully, Familie, Pflicht und Ehre. Hier haben wir den Fisch. Es sind, glaube ich, die Tully, oder? Sind die Tully? Ja, ich glaube schon. Ne? Ja, das Haus Tully. Und dann eines meiner liebsten Häuser. Wo haben wir es? Habe ich begonnen sozusagen. Und zwar, ja, Dorne Martell. Ja, ungebeugt, ungezähmt, ungebrochen. Wie ihr seht, noch nicht fertig, aber begonnen. Und ja, wir haben dann eben nicht nur die Wappen, sondern wir haben auch verschiedene, ja, Charaktere aus den Büchern. Hier haben wir Varys. Dann haben wir auch, ja, zum Beispiel das ein oder andere Schloss. Hier haben wir Rosengarten. Und ja, ich finde das toll. Also ich bin da, oder einzelne Momente aus Geschichten. Ich bin da ganz verliebt und habe da schon auch 5, 6, 7, 8, 9 Bilder ausgemalt. Wie gesagt, bei einem bin ich ja gerade dabei. Und mag ich unglaublich gerne. Also auch ein ganz, ganz tolles Malbuch für Fans natürlich der Reihe. Ich weiß, dass es das auch, glaube ich, für Harry Potter gibt. Herr der Ringe habe ich es, glaube ich, auch schon mal gesehen. Zurzeit stecke ich aber in dieser Welt fest, sage ich mal, und finde das wirklich schön. Und es lässt sich auch sehr schön malen und man hat hier eben einfach die Möglichkeit, so in seine Welt einzutauchen. Und dazu dann den Soundtrack der Serie. Ja, also da kann man eigentlich nur entspannen und das gelingt wirklich egal im Grunde bei welchem Ausmalbuch und ja, ich danke in allen drei Fällen den jeweiligen Verlagen, die mir die Bücher liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt haben und mich bei meinem Hobby sozusagen neben dem Lesen auf jeden Fall in dem Fall dann auch unterstützt haben. Ihr findet die Bücher natürlich unten in der Infobox und ja, ich denke, das war die Vorstellung so aus der Nähe.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid vielleicht ein bisschen in Stimmung gekommen, jetzt auch einfach mal mit dem Ausmalen anzufangen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob Ausmalbücher für Erwachsene etwas für euch sind, ob ihr das gerne macht oder ob ihr lieber selbst vielleicht Bilder, Welten erschafft. Würde ich mich wirklich sehr über eure Meinung freuen, wie ihr das so findet und ob euch das schon bewusst aufgefallen ist, dass es tatsächlich so viel Auswahl gibt, so unterschiedlichste Gedanken, Ideen an Büchern vorhanden sind, wäre ich sehr, sehr neugierig, was ihr dazu zu berichten habt. Wenn euch natürlich das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und nun wünsche ich euch einen schönen Tag, einen entspannten Abend und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.